Weißt du, da ist man mal ein paar Tage nicht da, ne? Zack, was hörst du, wenn du wiederkommst? Allen, hast du schon den Don gezogen? Also mache ich das doch jetzt. Ab hier an den Windenbach, direkt die erste Nacht genutzt und Attacke Vollgas. Ich glaube, hier war gerade wieder eine Muschel dran. Die Schnur war wieder über alle Berge weggezogen. Ich stehe hier komplett ohne Futtermische natürlich. Wobei ich gerade schon wieder liebäugel damit und überlege, könnte man nicht, sollte man nicht, vielleicht würde ich ja. Aber im Moment halt noch komplett ohne. Ausgeworfen hier auf 119, 123. Und ja, was haben wir jetzt? So nach 1 hat es schon gerasselt. Kratscheng und Krabäm. 135 Gramm, 137 Gramm Don. Da ist er, der Otto. Und ich hoffe natürlich noch auf etwas Dickeres als das. Wie sind sie reingerasselt, die beiden Dons bisher? Auf Regenwurm und auf Mistwurm. Also beide Varianten sind vertreten. Ich schaue gerade noch mal kurz ins Discord. Apropos, der Link zum Discord ist unten drunter in der Videobeschreibung. Windenbach Don, genau. Der Camel, der hatte hier den Post, den Beitrag reingeschrieben, genau. Mistwurm, Don Kaulbarsch und so weiter. Jede Menge Gedöns hat er dabei gehabt, aber eben auch verschiedene Dons. Und ja, verschiedenste Hakengrößen auch verwendet. Ich sehe hier 20er, ich sehe 19er, 18er. Hier ist schon wieder der nächste Post. Ich verwende hier gerade, wie auch in den letzten Malen oder auch in den Livestream jetzt zuletzt immer gesagt, ich verwende ab nun nur noch 16er zum Testen. Denn warum soll ich für eine Hasel, die im Trophy-Gewicht 250 Gramm hat und da verwende ich einen 16er Haken, wieso soll ich dann für einen Don Kaulbarsch mit 250 Gramm Trophy-Gewicht nicht auch einfach den 16er Haken verwenden? Da war wieder eine Muschel unterwegs. Krass viele Muscheln, hatte ich jetzt auch schon gehört. Hier sollen auch die Muscheln ganz gut abgehen. Wenn man sie dann hakt, gar nicht schlecht. Also, hier sind wir an der Position 10 Meter weit geklippt. Raus damit. Da ist sogar noch was dran, sehr gut. Gucken wir mal, was war da dran. Und da ist auch noch was dran. Güster übrigens, apropos. Genau, Güster. Jede Menge Güster, große Güster auch dabei. Also, gar nicht verkehrt, wenn ihr euch hier hinstellt. Wir gehen natürlich gleich nochmal detailliert aufs Set drauf ein und gucken uns das schön an. Äppa, komm mal ran hier. Ui. Döbel auch immer nicht schlecht. So, dann hatte ich hier den Untergrund getestet. Normalerweise bin ich an den meisten Stellen ja unterwegs und teste auch speziell den Don an Stellen, wo es eher sandig ist. Wenn man sich so die Infos zu dem Don Kaulbarsch reinzieht, gibt es halt immer wieder diese Hinweise auf diesen sandigen Untergrund. Hier an der Stelle lehmiger Untergrund. Heißt also dementsprechend dann auch die Bleie wieder geändert, hier auf lehmig, beziehungsweise hier dann die Inline-Bleie natürlich verwendet für die Inline-Montage und dann dementsprechend das Set eben zusammengebaut. Ich verwende immer noch die Micro-Braid, ist glaube ich für den Don nicht zwingend notwendig. Ich glaube, man kann hier auch ganz hervorragend einfach mit diesem Vorfachsmaterial 6, noch was Kilo sich hinstellen. Oder mit einer kleineren monofilen Schnur, wenn ihr einfach eine Mono habt, sollte das eigentlich auch ganz gut gehen. Ich finde, der Vorteil von der Micro-Braid ist einfach, sie ist mega dünn. Das ist einfach der Knackpunkt, ob das jetzt hier die hellblaue türkisfarbene ist oder ob es die pinke ist, shitty gall. Farbe macht da keinen Unterschied. Aber wie gesagt, die Dicke ist halt entscheidend. 0,04 mm ist super krass dünn. Und jetzt ziehen wir hier mal weiter. Also, so macht das Bock. Und wie gesagt, mit 2, noch was Kilo. Bam, nächste schöne Güster. Schmeckt. 2, noch was Kilo reichen hier in der Regel. Also hier ist ja kaum mal irgendwie was dran. Also wenn es einem, glaube ich, ganz übel mitspielt, dann hat man mal hier eine Brasse dran von über einem Kilo. Ja, und die muss man natürlich dann noch ein bisschen drillen.
aber man kriegt die auch auf jeden Fall richtig gut müde gedrillt und dann auch rausgezogen. Zack, guck mal hier schon wieder die Güster. Übrigens, alleine für die Güster, ne? Alleine für die Güster lohnt es sich, rein kohletechnisch schon. Heißt also, wenn du gerade im Low-Level-Bereich unterwegs bist, schnapp dir deine Starter, dein Feeder-Starter-Set, die normalen kleinen 16er Haken und dann Regenwurm drauf. Regenwurm gibt es ja gratis am Waldsee, falls da was fehlt. Einfach mal so ein Päckchen nachkaufen. Aber sind auch super günstig im Shop. Und dann raus mit den Regenwürmer und vielleicht ballert nebenbei einfach auch nochmal der Don rein. Das wäre doch der absolute Oberhammer. Ja, von der Uhrzeit ist natürlich klar, wir gehen eher in den Abendstunden ran ans Wasser. Ich würde sagen so 17, 18 Uhr ungefähr. Und danach wartet man, ich würde sagen so ungefähr bis 9 Uhr, 10 Uhr. Und dann nimmt es schon mal drastisch ab. Heißt aber nicht, dass man dann nicht hier auch einfach den ganzen Tag weiter stehen kann. Ihr könnt auch einfach durchziehen hier. Ihr könnt auch zwischendurch, ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, hier am Windenbach mit der Zuckmückenlarve hervorragend rausziehen. Gerade wenn ihr verschiedene Kaffeeaufträge absolvieren wollt, die vielleicht am Windenbach wieder drinne sind. Dann auch einfach mal die Köder wechseln. Dann kann man richtig viel und sehr unterschiedlich eben auch rausziehen. Also dann nicht nur Don, vielleicht sogar ein paar Brassen und Güster, sondern dann gehen auch die Barsche zum Beispiel rein, gerade auf der Zuckmückenlarve. Da funktioniert das dann immer ganz gut. So, wie gesagt, ungefähr für den... Oh, die nächste Muschel. Yep, komm ran hier. Schönes Gerät, jawohl. Die werde ich aber alle wahrscheinlich zu Ködern weiterverarbeiten. Ja, wie gesagt, also, das ist der Spot. 119, 123, hier direkt neben dem Boot. Und wie gesagt, vom Untergrund her, achtet auf die Bleifarbe vielleicht, dass man da dieses bräunliche Blei verwendet. Ansonsten wird das wahrscheinlich auch mit einem Basisblei und sowas, wird das alles funktionieren. Wie gesagt, die Fische sind hier alle nicht so super schreckhaft wie in den anderen Gewässern. Das Wasser ist jetzt hier auch nicht so super klar. Von daher klappt das so, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Und dann gucken wir aber nichtsdestotrotz gleich nochmal ganz kurz in den Kescher, wie das denn kohlemäßig hier aussieht. Nach, ja, was haben wir jetzt hier gerade noch? Eine Viertelstunde ungefähr. Also bisher schmeckt's. So, also wir schauen natürlich als erstes mal rein hier und schaust dir an, es ist sogar zweimal der Don drin. Das ist ja perfekt. Das schmeckt natürlich besonders gut. Die Trophy ist auch mit drin. Kaulbarsch hatte ich nicht. Güster hatte ich natürlich jede Menge, wobei, da muss ich echt gucken, ah doch, 21, da kann ich auch die kleinen abgeben. Zack, 4 Stück, haben wir schon mal 21 Silber. Den 100 Grammer hier mit 35 geben wir auch ab. Jawohl, dann war schon bei 60 Silber. Schmeckt, also bei 88 Silber zusammen. Und dann haben wir hier, wenn wir nach Preisen sortieren, schaut euch das an, alleine die ollen Güster, 7, 7, 7, 7, 6 und so weiter, das sind einfach Top-Werte dafür, dass man hier mit so einem leichten Setup, mit einem super simplen Köder, einfach entspannt hier Güster kloppen kann. Hier ist noch nicht mal eine Futtermische drin gewesen. Heißt also, wenn wir das jetzt auch noch optimieren wollen, Güster Original Futtermische, zack, rein damit die Bällchen und dann Attacke Vollgas und nebenbei vielleicht auch noch den Don rausziehen. Das wäre natürlich ein Traum. Nochmal 90 Silber obendrauf. Also sind wir hier bei, was hatten wir? 80, 170 Silber ungefähr. Passt doch im Großen und Ganzen. Schmeckt. Verkauft das Ganze. Nächste Nacht stelle ich mich direkt wieder dahin. Wenn das Ganze geholfen hat, einen Kanal abonnieren, damit du das nächste Video nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.